Hallo Leute und herzlich willkommen zum Einsteigerguide von Elden Ring. In dieser Episode schauen wir uns die Questreihe von Lady Tarnith an, die Herrin von Haus Vulkan. Haus Vulkan ist einer der großen Legacy Dungeons des Spiels und ganz im Nordosten von Mount Gelmir zu finden. Die gute Dame sitzt in der Nähe des dortigen Ortes der Gnade, flankiert von ihrem recht einschüchternen Bodyguard. Sprecht sie an und erschöpft alle ihre Monologe. Welcome to the Volcano Manor. I am Tarnith, the proprietress of this house. Raya spoke well of you, a warrior of promise, I believe she said. Perhaps you are prepared to make a commitment. Will you join us here at the Volcano Manor and resist the tide? Why accept the burden of their grace or be fooled by the dogmatic ramblings of the Fingers? Rise with us against the Erdtree. Interesting. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable, but be sure to earn your keep. Ihr erhaltet den Schlüssel zum Gesellschaftszimmer, quasi der Gemeinschaftsraum für alle Mitglieder des Vulkanclubs. Diesen Raum findet ihr, wenn ihr kehrt macht, links abbiegt und eine der beiden hinteren linken Türen öffnet. Hier haben sich Rhea, Bernal und, wenn ihr seine Questlinie verfolgt habt, auch Dialos versammelt und sind für Gespräche offen. Wichtig ist aber erstmal der Brief, der auf dem Tisch in der Mitte liegt. Im Inventar könnt ihr das Ding unter Dokumente öffnen und lesen. Es geht um ein Attentat, und zwar sollt ihr Istvan, den alten Ritter, töten. Wo der sich versteckt, wird praktischerweise auf der Karte markiert. Ihr müsst also nach Limgrave und zum dortigen großen Kolosseum. Angekommen direkt vor den eindrucksvollen Mauern findet ihr Istvans rotes Rufzeichen, aktiviert das und fällt in seine Welt ein. Istvan mag zwar ein alter Ritter sein, eingerostet ist er aber noch lange nicht, im Gegenteil. Trotz ordentlich dicker Rüstung und fiesem Großsäbel ist der Bursche reichlich geschickt unterwegs, weiß flink auszuweichen und mit gemeinen Gravitationszaubern zu überraschen. Bleibt immer in Bewegung und schlagt nie mehr als ein, maximal zweimal zu, da ihr zu jeder Zeit in der Lage sein müsst, auf Abstand zu gehen. Die beste Taktik ist, ihm mit vereinzelten Nadelstichattacken zuzusetzen und seine langsamen, ausholenden Schwertschwünge für euch zu nutzen. Ist Istvan besiegt, gibt's wie immer bei einem schwarzen Phantom einen Runenbogen als auch Krummfingermedizin. Glückwunsch zu eurem ersten Vulkanattentat. Zurück im dortigen Anwesen überbringt ihr Herrin Tarnith natürlich die guten Nachrichten. Did you read the letter left for you? That is the task the Volcano Manor desires you enact. You will be compensated once the deed is done. Good luck. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. This is a war against the Erdtree. We have no place for the meek, nor the luxury of keeping clean hands. You've completed your task. I am pleased. Now you are a recusant true, and a full-fledged member of the Volcano Manor. This is your reward, as promised. Never forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted, but for this very reason, it is the true path to valor. Im Gesellschaftszimmer wartet bereits der nächste Auftrag. Schnappt euch den Brief und lest ihn. Diesmal sollt ihr Riley aufspüren, der sich in der Nähe der Schattenburg niedergelassen hat. Reist also zum nächstgelegenen Ort der Gnade und aktiviert das rote Rufzeichen, um eine weitere Invasion zu starten. Riley, der Untätige, ist nie so untätig, wie er sich nennt. Ausgestattet mit Armbrust und Dolch ist er ein Meister im flinken Wechsel zwischen den Kampfstilen und geradezu penetrant nervigen Ausweichrollen. Und obwohl er so leicht bekleidet ist, genießt er ein hohes Maß an Balance. Verlasst euch also nicht darauf, dass ihr ihn unterbrechen könnt und arbeitet auch hier mit gut getimten einzelnen Angriffen. Nachdem ihr Riley nun tatsächlich zu einem Untätigen gemacht habt, hagelt's wieder die gewohnte Belohnung und ihr müsst wieder zurück ins Haus Vulkan. Na, ob Herrin Tarnith noch einen Auftrag parat hat? Schließlich haben wir uns ja gerade erst so richtig warm geattentätet. Now, perhaps the time has come to tell you of the true ruler of this manor, Lord Rykard. The Erdtree blessed the Tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task.
The Tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the Shardbearers vying for power in the wake of the Shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. Werft also ein weiteres Mal einen Blick ins Gesellschaftszimmer und tada, noch ein Brief liegt bereit. Diesmal einer in unheilvollem Rot. Euer Zielobjekt diesmal Juno Horslow, Ritter des Blutes. Das klingt ja mal vielversprechend. Den Burschen findet ihr auf dem Berggipfel der Riesen, genauer bei der Hütte des Erhabenen ganz im Osten des Gebiets und recht weit nördlich vom großen Aufzug von Rold. Ein paar Meter von der Hütte entfernt entdeckt ihr das rot leuchtende Rufzeichen. Der Ritter des Bluts ist definitiv die größte Herausforderung von allen. Der Typ setzt zwei Peitschen ein, die eine ordentliche Reichweite haben und zudem fatalen Blutungsschaden verursachen. Außerdem macht er sich beim Ausweichen unsichtbar und genießt dadurch erhöhte Iframes. Nicht wundern, während der Dreharbeiten hat das Spiel bei jedem Peitschenhieb diese merkwürdigen Framedrops präsentiert. Unter normalen Umständen läuft der Kampf durchweg flüssig. Entsprechend schwer hatte ich es mit Juno, aber auch hier gilt, immer in Bewegung bleiben und die wenigen offenen Momente für gezielte Einzelattacken nutzen. Immerhin ist er jemand, der sich gut und leicht unterbrechen lässt. Außerdem ist er blutungsanfällig. Was für ein toller Ritter des Blutes. Nach dem Sieg über ihn gibt's nicht nur eine Peitsche, sondern auch das komplette Rüstungsset als Belohnung. Startet Herrin Tarnith einen weiteren Besuch ab, um eine weitere potenzielle Belohnung abzuholen. I see that you've stayed the path of champions. This is your usual reward. Please, take it. Perhaps you are ready. Might you see our Lord? Our Lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit, treading the path of champions. Yes. As it should be. Now, close your eyes for a moment. I will transport you to the Lord's chamber. Farewell, then. May your visit be fruitful. Wenn ihr die Option, den Fürsten aufsuchen wählt, teleportiert euch Tarnith direkt vor das Nebeltor des Hauptbosses von Haus Vulkan, Rykard, der Fürst der Blasphemie. Ihr müsst euch also gar nicht durch den kompletten Dungeon schlagen, wenn ihr die Tarnith-Questlinie verfolgt, rate euch aber dennoch dazu, weil Haus Vulkan viele tolle Items, Minibosse und Erfahrungen bereithält. Nun geht's natürlich darum, sich mit Rykard anzulegen und den Träger einer der Splitter des Elden Rings zu bezwingen. Wie das am besten geht, zeige ich in einem separaten Video. Wenig überraschend solltet ihr nach eurem Sieg mit Herrin Tarnith sprechen. You. It's true then. You've defeated our Lord. No. I must thank you. Our Lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our Lord is immortal. And will one day rise again. Stronger. Until then. I must stay the path and do my part. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This is farewell. Perhaps we will meet again. Along the path. Ein letztes Treffen mit der guten Dame findet in Rykards Boss-Arena statt. Teleportiert euch hin und ihr findet Herrin Tarnith, wie sie dabei ist, Rykards Leiche zu verspeisen. Ugh. Falls ihr Patches Questlinie erfolgreich beendet habt, könnt ihr Tarnith seine Tänzerkastagnetten überreichen. Bis auf ein zusätzliches Sätzchen gibt's aber keine Belohnung dafür. I must continue devouring my beloved Lord. Oh, you. Allow me some time.
Our Lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Rykard, please find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Die Quest ist damit eigentlich zu Ende, aber ihr könnt Tanith wahlweise noch töten, um dann ein paar Belohnungen abzustauben. Doch Vorsicht! Erinnert ihr euch noch an den einschüchternden Bodyguard? Der findet euren hinterhältigen Mord an seiner Chefin natürlich nur so mittelgut. Es kommt zu einem Kampf gegen einen ausgewachsenen Schmelztiegelritter. Wenn ihr den monströsen Typen bezwungen habt, gibt's als Belohnung seine Anrufung, die gar nicht mal so unpraktisch ist. Und noch mehr findet ihr bei Herrin Tanis Leiche, ihr Rüstungsset und der Abschluss ihrer Questreihe. Und auch das Ende dieses Videos. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal hier im Einsteigerguide von Elden Ring.